Gut, die Einsatzabschnitte sind extrem wichtig für deinen erfolgreichen Einsatz. Heute schauen wir uns an, wie du das von Anfang an richtig machen kannst. Egal wie groß dein Einsatz ist, schau, dass du von Beginn an in Einsatzabschnitten denkst. Die erste Möglichkeit ist es, die Einsatzstelle anhand von Örtlichkeiten zu gliedern. In einem Hochhaus etwa nach Geschossen, also vom Erdgeschoss bis zum 4. OG und vom 5. OG bis zum 10. OG. An einer Unfallstelle nach PKW, blauer Kleinwagen und silberner Transporter oder in einem Industriegebiet nach Himmelsrichtungen, beispielsweise Nord-, Süd-, West- und Ostseite. Eine weitere Möglichkeit ist die Gliederung nach Aufgaben. HLF 1, ihr macht Brandbekämpfung, HLF 2, ihr kontrolliert das betroffene Geschoss und das HLF 3 macht die Verletztenversorgung. Achte darauf, dass Örtlichkeit, Aufgabe und Einheit sinnvoll zusammenpassen, auch wenn das beim ersteintreffenden Fahrzeug schwer ist. Sobald aber das nächste Fahrzeug kommt, musst du versuchen, klar getrennte Einsatzabschnitte zu bilden. Das schaut dann so aus, ich mache mit meinem HLF weiter Menschenrettung und Brandbekämpfung in der Brandwohnung und du übernimmst mit deinem HLF die Kontrolle der Geschosse. Wenn du deine Einsatzabschnitte richtig bildest, können alle nachrückenden Einheiten schön getrennt in den jeweiligen Abschnitten unterstützen. Und wenn die nächste Führungsebene eintrifft, musst du nur noch die Einsatzabschnitte mit den dazugehörigen Einheiten nennen und kannst eine sauber strukturierte Einsatzstelle übergeben. Der absolute Super-GAU ist es, wenn du die Einsatzleitung übernehmen musst und nur einen Monsterabschnitt mit 9 Fahrzeugen hast, die alle irgendwie in dem betroffenen Objekt rumturnen. Du hast dann weder klare Verantwortlichkeiten, noch kannst du Einheiten sinnvoll nachschieben oder austauschen. Als Orientierung sollten es zwischen 2 und 5 Einsatzabschnitte sein. Idealerweise auch mit einem eigenen Abschnittsleiter. Damit du gut vorbereitet bist, kannst du dir jetzt schon mal Gedanken machen, welche Einsatzabschnitte du bei Klassikern wie Wohnungsbränden, Verkehrsunfällen, Gefahrgut- und Wasserrettungseinsätzen bildest. Häufig kannst du die dann auch im Einsatz verwenden, ohne dass du dir dann spontan Gedanken machen musst. Probier es einfach mal beim nächsten Einsatz oder bei der Übung aus und du wirst merken, dass der Einsatz für dich viel strukturierter und entspannter läuft. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, wie du bestimmte Einsatzstellen gliedern würdest.